Wer sich aussuchen darf, wo es losgeht. Also die beiden Teams rennen da erstmal um sich rum. Envious sollte eigentlich wissen, dass Navi da einfach komplett den Seitengang lang gerannt ist. Normalerweise trifft man sich hier in der Mitte zum Knife und sie haben jetzt die Seiten umgedreht. Also normalerweise wäre es natürlich genau andersrum. Da wo die CTs sind, müssten eigentlich die Ts sein. Aber gut. Also los geht die Schlitzerei. Und es ist ein 2 gegen 2. Jeweils einer angeneift und einer eben nicht. Edward gegen Happy und Edward macht's. Zweimal der Rechtsklick. Und natürlich fängt Navi auf der CT-Seite an. Ja, und sie haben natürlich den großen Vorteil von Guardian hier auf dieser Map, denn es ist immer noch sehr offen. Es gibt einfach viele Spots, an denen der AWP viel Schaden machen kann. Und da könnte auf jeden Fall Guardian eben sehr wichtig werden heute. Da hat Envias natürlich den leichten Nachteil. Sie haben zwar gute AWPs, aber halt keinen Guardian. Also Happy und Smiths ungleich Guardian. Mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal die Pistol Round. Da spielen die AWPs auf jeden Fall noch keine Rolle. Hoffe ich zumindest nicht. Und Envias steuert da recht zielstrebig auf die Mitte zu. Zu führt. Guardian steht alleine, hat auch sofort den ersten Contact, kommt einigermaßen glimpflich davon. Und Envias fährt einfach weiter. Also die interessieren sich da gar nicht für den Slowaken bei Lang. NBK kann den First Track setzen. Siehst gegen Happy jetzt. Fällt er allerdings. Kann den Franzosen nicht rausnehmen. Der wurde einfach zu Tode gemoved. Flamey vom Balkor kann noch einen rausnehmen. 2 gegen 2 damit jetzt hergestellt. Smiths und Happy gegen Edward und Guardian. Und Edward ist ebenso wie Guardian sehr pistolstark. Gerade eben scheint das Ganze aber nicht zu funktionieren. Die beiden kommen damit extrem wenig KP weg. Schöner Headshot von Guardian jetzt nochmal. Jetzt ist es Smiths alleine gegen Edward und Edward drückt dem Franzosen noch einen rein. Schöner Move, dass er da aufs Dach drauf geht, damit rechnen die wenigsten Spieler, obwohl es eigentlich sehr machbar ist. Die Frage ist nur, der Defuse, doch, der geht durch, okay. Caster-Erfahrung, ihr kennt das ja. Also 1-0 für Navi. Sie gehen hier tatsächlich in Führung mit der Pistol Round. Aber das kann man natürlich jetzt noch überhaupt nicht irgendwie hier als Zeichen interpretieren. Das war eine sauknappe Pistolenrunde. Musste im 1 gegen 1 geklärt werden und jetzt sollte Navi eigentlich hier bis zum 3-0 vorankommen können. Sie kaufen auf jeden Fall schon mal gute Waffen gegen diesen Force-Buy von Envias. Es ist zwar zweimal der MP7 dabei, aber die macht trotzdem auch gegen Kevlar recht viel Schaden. Smiths bekommt es auch gleich mal zu spüren und da hüpfen die Envias-Spieler einzeln rein und das ist nicht sehr gut. Auch Happy rennt da jetzt einzeln hinterher, aber er hat dann wenigstens das Aim, um den Frag zu ziehen. Shox kommt jetzt von der Seite, kann auch nochmal einen Spieler rausnehmen. 2 gegen 2 jetzt trotzdem, obwohl Envias da eigentlich relativ schlecht durch die Smoke gepusht ist. Zeus und Edward. Happy jetzt alleine. 31 KP noch bei ihm. Und er entscheidet sich erstmal dafür, Richtung B-Spot zu rennen. Ist momentan noch der richtige Call und eigentlich sollte... Naja, wohl Edward könnte da noch einigermaßen gleichzeitig hinkommen. Also da hat er wohl das richtige Timing gehabt, der bärtige Mann. Und Happy verliert gegen Edward, kann auch die Bombe nicht mehr legen, damit 2-0 für Navi, aber eine sehr teure Runde, definitiv. Aber auf ihrem Pick Cobblestone können sie bisher ein bisschen in Führung gehen und jetzt wird hier einmal die Pause gecallt. Also es gibt wohl ein Problem hier mit dem Headset. Ich weiß nicht genau bei wem, anscheinend bei Zeus, wenn es er schreibt, schätze ich mal, wird es auch um ihn gehen. Also, 2-0 momentan. Navi hat nicht allzu viel Geld ansammeln können. Sie müssen jetzt nochmal gegen eine, oder können jetzt nochmal gegen eine Full Eco spielen. So, die Probleme scheinen da wohl gefixt zu sein. Das heißt, es geht weiter. Envias jetzt erstmal mit einer Eco mehr oder weniger. Kiyoshima und Happy sind da mit Kevlar unterwegs. Und auch NBK hat sich da noch eins zugelegt. Also Klassiker bei den Franzosen. Erstmal wird durchgekauft. Happy soll da wohl den A-Spot so ein bisschen faken. Er wurde dann in die Mitte mit den ganzen Granaten geschickt. Hat doch schon ein bisschen was verworfen. Eventuell auch einfach die Mitte einnehmen. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben. Vielleicht ziehen wir auch einen A-Split. Könnte jetzt hier tatsächlich auch die Möglichkeit sein, die Envias da versucht auszuspielen. Also über den Dropper. Ja, es sieht stark danach aus. Smiths. Ja, Flamey wird überfahren.
Zeus reagiert aber einigermaßen richtig und auch Guardian da schon gegen den Jobber gestellt. Also die Idee an sich war ganz gut, aber durch die Smoke wird es einfach zu sehr vorhersehbar. Durch diese Smoke, die da Envias im Jobber geschmissen hat. Also der Plan war natürlich, über den Jobber durch den Connector rauszufahren und gleichzeitig auch noch hier über den Seitengang bzw. über die Mitte rauszukommen. Nur das Problem war natürlich dadurch, dass jetzt diese T-Smoke hier so hingeschmissen wurde in den Jobber, war ja absolut klar, was sie vorhaben, denn sie werden sich nicht ihren eigenen Weg da einsmoken, das wäre totaler Quatsch. Und dadurch konnte Navi natürlich schnell darauf reagieren, haben sie auch richtig, also schön verschoben da von den CT-Spielern. Ja, und der Rest war dann einfach nur noch Tonschau umschießen. Da lässt Navi dann nichts mehr anbrennen. Also wie gesagt, auch sehr schnell und sehr gut reagiert vor allem von Navi. Haben da nicht lange gezögert, sondern Zeus hat sofort umgedreht, sofort verschoben. Damit alles gut gelaufen. So, Envias, Mitte eingenommen. Shox ist gerade noch dabei. Weil die Flash kommen jetzt etwas zu spät, aber okay, immerhin kommt sie. Und momentan wird so ein bisschen das Gas rausgenommen. Also Envias spielt sehr langsam. Sie machen momentan auch nicht allzu viel. Es wird eher ein bisschen in der Mitte gearbeitet. Also Smiths ist da unterwegs. Hätte da jetzt einen First Frag ziehen sollen, aber sie ist besser mit dem Aim zurechtgekommen. Gegen Titanic allerdings der Frag gefallen. Edward wurde da von Kiyoshima rausgenommen und damit ist am Baseboard sehr, sehr, sehr viel Platz gewonnen. NBK kann in der Mitte auch noch Seas rausnehmen. Sehr, sehr bitter, dass der Spieler da noch fällt. Flamey passt nicht richtig auf, sieht den Spieler in der Titanic nicht. Zeus trotzdem jetzt nochmal ein Frag gezogen. Guardian ist aber schon auf dem Weg zum Safen und ich denke mal auch Zeus wird hier gleich versuchen, durch den Connector wegzuschieben. Hat die Safe-Bewegung jetzt schon so ein bisschen angetäuscht. Kiyoshima muss aufpassen. Ich weiß nicht, ob der Step gehört wurde von Zeus jetzt gerade eben. Zeus gegen Happy. Happy verschießt sein ganzes Magazin, aber springt dann im richtigen Moment rum. Genau dann, als Zeus nachladen muss. Guardian rechne ich damit, dass MBK schon da ist und wird deswegen auch noch rausgenommen. 3 zu 1, keine Waffe gesaved bei Navi. Noch, also die Ukrainer können nochmal kaufen, aber wir sehen wenig Geld da. Allerdings auch natürlich auf der anderen Seite. Envias, NVK mit 3000, okay, aber der Rest, alle unter 2000 bzw. sogar unter 500 Dollar. Also ob da allzu viel geht, bin ich mir nicht sicher, wenn sie in dieser Runde die Bombe nicht legen können. Ah, Kiyoshima, ganz, ganz viel Glück dagegen, Edward. War nicht von der Flash geblendet, die Zeus geworfen hat und dann hat er natürlich leichter Spiel. Der Rest hier ist jetzt einfach nur noch Aiming. Und das ist bei Kiyoshima in letzter Zeit sehr, sehr gut. Happy hilft ihm da jetzt aus. Seast kann nochmal einen austeilen. Seast, ja, wird dann von drei Seiten, vom Jobber, von Onspot, vom Brunnen und von der zweiten Position Onspot angegriffen, da hat er absolut keine Chance. Guardian schön nochmal reagiert gegen NBK jetzt, aber auch er kann natürlich eigentlich schon safen gehen. Ich schätze mal, Envias wird jetzt versuchen, noch seine AWP rauszunehmen, denn die wissen genau, was Guardian mit der AWP drauf hat. Wenn es jemand weiß, dann ist es Envias. Guardian hört die Steps. Schön abgamed, hat er mit dem Sprung von Happy gerechnet. Wenn er da verschossen hätte, wäre er höchstwahrscheinlich tot gewesen. Aber so müsste er in der Lage sein, die AWP durchzubringen. Ja, und jetzt natürlich Envias. Die zweite Runde in Folge, Anschlussrunde und kein Geld bei Navi. Der Einzige, der jetzt Geld hat, ist natürlich Guardian. Also er hat auch kein Geld, aber er hat immer seine Waffen halt von letzter Runde noch. Das war jetzt im Sinne von, er hat noch Geld. Und Navi könnte da eventuell sogar eine doppelte Eco einlegen müssen, denn sie bekommen nur 1900 nächste Runde. Und damit wirklich anständiges Equip zu kaufen, wird schwierig. Aber Moment, sie bekommen 2400. Na dann, okay. Da habe ich mich jetzt verguckt. Also dann für Navi ein bisschen eine bessere Position. Sie müssen also wohl nur eine Eco schieben. MBK gegen Seast jetzt da ein bisschen Probleme, aber nichtsdestotrotz, der Frag sitzt. Zeus ebenfalls low geschossen, ja, und schon ist die Runde wieder im Kasten für Envias. Das wird der Ausgleich sein. Und es ist die Frage, was das hier für ein Zeichen ist. Also Envias konnte jetzt drei Runden in Folge holen. Die Map an sich ist eigentlich einigermaßen ausgeglichen geworden. Eventuell noch mit leichten Tendenzen zur CT-Seite hin, gerade im Pro-Bereich, aber an sich, seit den Updates, wurde sie sehr verändert. Früher war es ja
eine brutale CT-Map. Also das war ja sogar 15-0 möglich. Aber mittlerweile hat sie sich wirklich verändert, sehr zum Positiven hin auch. Gerade durch den B-Spot. Die Ts können da jetzt genauso schnell da sein, oder fast genauso schnell da sein, wie die CTs. Wir sehen sie auch schon. Kyoshima ist mit Flamey da eigentlich relativ zeitgleich da. Kyoshima sogar ein bisschen früher. Könnte sich das schon zum Up-Aimen bereitstellen. Und wieder fällt der Frag gegen den Chopper. Und auch der Chopper ist eine sehr, sehr wichtige Position geworden. Also da muss Navi auf jeden Fall schauen, dass sie den unter die Kontrolle bekommen. Oder dann selber eben als T viel Schaden dafür anrichten können. Aber sie brauchen jetzt erstmal eine gute Basis, um dann ein sauberes T-Spiel aufziehen zu können. Und dafür brauchen sie CT-Runden. Je mehr CT-Runden, desto besser. Gleiches gilt natürlich auch für Envias. Je mehr T-Runden reinkommen, desto besser, ist hier überhaupt keine Frage. Aber natürlich sollte Navi auf ihrem eigenen Pick schon schauen, dass sie da vielleicht ein Zeichen setzen können gegen Envias. Also Frag und der Refrag gefallen gegen Titanic. Damit ist der B-Spot wieder ziemlich frei. Flamey rechnet nicht damit, dass schon jemand Connector sein könnte. Und auch die Schieber rechnen nicht. Happy macht's unglaublich gut, erfüllt da genau seine Rolle als Backstab. Und Flamey, der hat keine Chance mehr. Der wird jetzt wieder von drei Seiten eigentlich gleichzeitig angegriffen. Der um die Ecke springende Spieler, der da hinten am Brunnen sitzende Spieler. Und Happy kommt von hinten auch noch. Also Flamey kann nur schlecht ausschauen in der Situation. Vierte Runde Envias. Und es ist gerade einfach der B-Spot. Es passiert eigentlich alles über den B-Spot. Und es ist so ein leichtes Problem. Gerade eben bei Navi. Also sie bekommen es einfach nicht unter die Kontrolle, was da passiert. Envias tut sich da auch gerade sehr, sehr leicht. Und auch gegen diese Eco werden sie wahrscheinlich keine Probleme haben. Wenn sie jetzt hier keine groben Spielfehler machen. Also Happy wieder gegen den Job unterwegs. Könnte da jetzt eventuell gleich Zeus bekommen. Mal schauen, ob Zeus da nochmal rein. Face Tudor kann ihm auch einen Headshot setzen, aber der Franzose kommt trotzdem weg. Kiyoshima und Happy. Die beiden sind momentan noch am Baseball unterwegs. Der Asport wäre schon frei. Also es wäre eigentlich kein Problem für Navi, da einfach jetzt auf den Asport zu fahren. Für Envias. Und das werden sie wahrscheinlich auch gleich machen. Wir sehen schon, die Bewegung geht zum Asport hin. Flashes kommen, der Connector ist abgesmoked und jetzt wird der Retake sehr, sehr schwierig. Navi würden wahrscheinlich auch gar nicht mehr versuchen. Sie wollen eher Schaden machen, als jetzt wirklich noch Hoffnungen auf den Retake zu haben. Und wir sehen sogar, dass Edward da eigentlich mit Happy gerechnet hat, aber auch Happy weiß natürlich, dass Navi... Ja, Happy weiß, dass Navi weiß, dass Happy immer derjenige ist, der einfach von hinten kommt. Er ist halt... Ja, er ist einfach der Backstabber. Und er wartet immer sehr, sehr lange an irgendwelchen Positionen und ist dann immer... Das ist was Happy einfach sehr, sehr auszeichnet. Er hat einfach so einen unglaublichen Game-Sense. Da macht er eigentlich Get Riot schon fast Konkurrenz mittlerweile. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Er hat einfach dieses unglaubliche Wissen, immer genau richtig mit vom Timing her zu pushen und dann gerade diese Verschieber abzufangen. Das ist einfach sein Talent und das kann er wirklich unglaublich gut. Guardian hat er als die Spieler schon gesehen, kann AWP-Shot setzen, aber ob er da noch wirklich wegkommt, weiß ich nicht. Also auch Happy so ein Spieler, der ähnlich wie Get Right funktioniert. Er ist natürlich noch nicht ganz, ja, so meisterhaft in Anführungszeichen. Get Right hat er schon nochmal das Ganze immer ein bisschen mehr im Urin, aber er ist mittlerweile schon sehr, sehr gut in seiner Aufgabe geworden. Und jetzt wird Envias da so ein bisschen eingekreist. Also sie haben es jetzt mal versucht, diese Runde den A-Spot anzuspielen. Vielleicht dachten sie, dass Navi da schon umgestellt hat und eventuell mit 3 oder sogar 4 Leuten am B-Spot spielt. Also 3 ist ja die normale Deckung, aber eventuell sogar mit 4 Leuten spielt. Allerdings sind sie da jetzt eher auf starken Widerstand gestoßen bei den Ukrainern. Sie ist mit 3 Frags sogar gegen Lang hier, gegen den Seitengang. Und jetzt ist es Happy alleine gegen 5. Könnte hier die Flawless Round werden für Navi und es wird sie auch. Tatsächlich also Navi mit der Runde Nummer 4 konnte jetzt diesen 5-ründigen Lauf da von Envias unterbrechen. Also sehr, sehr schön von Seas, der hatte da keine Probleme mit der M4 die Frags zu setzen. Guardian, der sollte wirklich aufpassen, hat er absolut falsch geaimt. Also gerade noch rechtzeitig weggekommen, aber kann nur einen Frag setzen, den zweiten oder leider verschossen. Envias damit jetzt natürlich die Möglichkeit, auch diese Runde wieder für sich zu entscheiden. Es
Smiths räumt er nochmal gegen den Balkon auf. Flamey pusht da auch gleich raus. Kann Smiths rausnehmen. Schön, das war die Bombe. Damit könnte er eventuell Zeit raus. Und schön von Flamey. Kann auch direkt noch einen zweiten jetzt schon hinterher setzen. Shox und Happy jetzt gegen drei. Aber Edwards kommt von der Seite, kommt von Mitte. Happy reagiert nochmal rechtzeitig. Siehst. Geht er ebenfalls drauf gegen Happy. Und jetzt geht's hier ins 1 gegen 1. Die Bombe ist aber down. Flamey weiß, wo sie down ist. Und Flamey scheint auch einigermaßen on point zu sein. Die beiden Headshots da on spot waren gerade sehr, sehr schön. Und haben die Runde auf jeden Fall nochmal aufgemacht für Navi. Sonst wäre die eventuell schon viel früher entschieden gewesen. Aber Happy rechnet mit Flamey. Nimmt ihn raus. Mit seinem dritten Kill in der Runde. Sehr stark von ihm überlebt. Mit 35 oder 40 HP, je nachdem, wer von beiden jetzt recht hat. Ganz stark. Ganz, ganz stark von Happy. Also dafür, dass er gestern noch so unglaublich tot ausgeschaut hat, spielt er heute schon deutlich besser. Wundert mich eigentlich, dass er überlebt hat. Krass. Sehr, sehr stark, dass er readet, wo Flamey da gerade im gestanden ist. So, diesmal Envias mit dem Aufbau Richtung B und es scheint gut zu funktionieren. Zwei Frags sind da schon gefallen. Shox hat sicherheitshalber gleich mal noch MBK mit ausgeschalten. Also hat er einen Teamkill noch gesetzt. Deswegen wird die Runde hier knapp und deswegen geht es auch an Envias. Man kann jetzt nicht sagen, dass es nur der Teamkill war, aber anders wäre natürlich aber ein Mann mehr da gewesen, der eventuell auch bessere Shots hätte setzen können. Aber gut, so ist es manchmal. Shox hat heute schon überragend gespielt. Also da braucht er sich jetzt keinen Vorwurf machen, es passiert ab und zu einfach mal. Und das heißt ja, lieber immer draufhalten und vielleicht sein Mate mitnehmen, anstatt dann den Kill zu verschenken quasi. Nur weil der Gegner, also weil dein Mate vor dir steht. Wenn es sein muss, dann müssen halt auch mal die Mates dran glauben. Oh, Envias faked ja wohl den schnellen B-Go an. Ich könnte mir vorstellen, dass Navi da sehr, sehr schnell drauf reagieren wird. Sie sind eh nur zu zweit auf A, haben dann eine leichte Bewegung Richtung B gezeigt, aber sich sofort wieder umentschieden. Erst jetzt kommt Guardian, als der Druck Richtung B noch aufrechterhalten wird. Aber er schiebt auch schnell wieder zurück, also Navi scheint da schon den richtigen Read zu haben. Siehst schöne Flash, zumindest gegen MBK. Aber Shox ist da schon sehr, sehr weit durch, er ist bekannt. Die Nades sitzt ordentlich noch 30 HP bei den Franzosen und jetzt würde er wahrscheinlich rausgenommen, ja. Guardian erwischt ihn da. MBK nochmal einen gegengehalten, MBK mit 2, MBK mit 3 und räumt wieder den ganzen Spot auf und es ist sehr, sehr schön. Ganz schöne Headshots von ihm da. Und natürlich auch schöne Sprays, das waren nicht nur Headshots. Ein Headshot, glaube ich, war dabei. Flamey gegen Smiths, aber der reagiert wieder sehr, sehr schnell. Flamey schleicht um die Kante, deswegen ist sein Reaktionsvorteil dahin. Smiths hat dann das richtige Aiming. Der Headshot sitzt, 7 zu 5. Und Envias, dafür, dass es eigentlich eine der besten Maps von Navi ist, ziehen sie den Ukrainern da gerade ganz schön die Hosen aus. Edward an lang keine Chance, irgendwas zu machen. Kiyoshima sofort mit dem Headshot da. Also, da war nicht viel zu tun. MBK rechnet damit Guardian. Ja, ihr vermutet jemand in der Smoke. Kann ihn auch losschießen und macht ihn sogar. Sehr schön von MBK, dass er damit rechnet. Flamey und Seast jetzt noch. Smiths. Oh, jetzt sieht er Seast. Also, der Headshot sitzt. Den macht er. Damit die 8. Runde für die Franzosen. Und bisher sehr souverän. Na, wieder mit großen, großen Problemen am B-Spot. Wir werfen mal einen kleinen Blick auf die Overview und wir sehen, dass Navi jetzt tatsächlich mit 4 Leuten direkt Richtung B geht. Also sie haben es wirklich umgestellt. Sie sind gerade eben noch mit 2 auf A gestanden, mit 3 auf B. Jetzt wollen sie den B-Spotter lieber verstärken. Guardian, er spielt es da auch gerade eben nicht so gut. Smiths verliert trotzdem jetzt das Duell. Guardian versucht gleich hinterher zu pushen. Also so kommt er noch einigermaßen glimpflich davon. Und kann sogar noch den First Track setzen. Also nochmal gut gerettet das Ganze. Er hatte Glück, dass Smiths ihn da nicht abgehemmt hat an der Position. Guardian gegen MBK kann er auch noch rausnehmen. Sehr schön. Also zwei Frags hat er gemacht und das ist immer eine schöne Situation für ein CT. Wenn man zwei Frags zieht, dann darf man durchaus abtreten. Selbst nach einem eigentlich ja schon, aber zwei sind natürlich der Optimalfall. Und Envias leitet die Rotation ein. Es soll also wohl in Richtung B gehen.
Happy ist da schon unterwegs. Aber fürs Erste würde er da keinen Spieler sehen. Edward hat sich jetzt verraten. Happy konnte ihn aber rausnehmen dadurch, dass er der Smoke ausgewichen ist. Und Zeus im Jobber, der sollte jetzt einfach defensiv stehen. Und auf seine Mates warten. Ja, Face da mit dem Burst rein. Yoshima gegen Flamey verliert, aber Shox mit dem Reflex zur Stelle. Shox, schöner Headshot davon, siehst. Aber dann ist wieder Happy da. Ein HP noch beim Ukrainer. Aber auch Happy nicht mehr allzu viel. P90 jetzt. Aber Happy macht's. Also da lässt er sich nicht vernaschen. 9 zu 5. Envyos hier auf dem besten Weg zu einer wirklich, wirklich guten T-Hälfte. Aber ich bin mal gespannt, ob sie auf der CD-Seite dann ebenfalls gut stehen können gegen Navi. Also, eine leichte Aufgabe wird es auf jeden Fall nicht. Guardian. Gegen Smiths in der Mitte, aber Smiths rechnet das schon mit dem Spieler natürlich. Er wusste auch durch die Shots, wo Guardian steht. Auch Seas kann keinen Frick ziehen. Das Ganze aus der Forstbildung natürlich entstanden. Seine Max 7 hatte nicht genügend Schaden gemacht, aber er konnte NBK auf jeden Fall losschießen. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Guardian, wenn der NBK da jetzt blickt, wäre es gut. Er weiß, müsste wissen, wo der Franzose steht. Jetzt weiß er es auf jeden Fall. Da war oh, sehr, sehr schlecht jetzt, dass Flamey wieder gestorben ist. Jetzt sind die CDs aufgespalten. Edward kann Happy nochmal rausnehmen. Den Backstabber also da aus dem Spiel genommen. Smiths hatte da überhaupt keinen Fokus, dass Guardian da stehen könnte. Und das war eigentlich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also Kiyoshima 21, NBK 10 HP. Das wird schwer. Das wird sehr, sehr schwierig für die Franzosen. Edwards hat seine Scouter gezückt, aber auch er hat nur noch 11 HP. Könnte durchaus passieren, dass er da jetzt fällt. Nein. Aiming gegen Kiyoshima ist da und MBK. Ja, der mit 11 HP oder mit 10 HP. Ja, also gut, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber er hat ja auch nur noch wenig Zeit auf der Uhr, also irgendwas muss er machen. 6 zu 9. Also der Halbzeitstand. Ich denke mal für Envyos auf jeden Fall eine starke Leistung. 9 T-Runden ist sehr gut auf Cobblestone. 6 C-T-Runden ist noch machbar auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Aber ich glaube, andersrum wäre es Navi lieber gewesen. Also wenn sie jetzt 9 Runden hätten und Envyos 6, dann wäre es vielleicht besser. Man muss auch bedenken, Navi hat die Pistole geholt und die beiden Folgerunden. Das heißt, sie haben in den Equip-Rounds gerade mal 3 Runden für sich entscheiden können. Und das kann vielleicht schon so ein leichtes Zeichen dafür sein, dass Envyos da auf der CD-Seite jetzt gleich auch vom Aim-Technischen her vielleicht ein bisschen überlegen ist. Ja, man muss es sehen. Also, zeigen kannst du uns jetzt nur der weitere Verlauf des Spiels. Jetzt geht's erstmal in die zweite Pistole. Und wenn Navi die holen könnte, dann wäre hier so ein Lecky so ein leichtes, in Anführungszeichen, Comeback ist es kein richtiges, aber dann Lecky so ein leichtes Navi gewinnt die erste Map in der Luft. Also, es sieht schon mal ganz gut aus, aber Smiths dagegen lang. Der räumt wieder richtig auf. Kann schon mal zwei Spieler rausnehmen. Da macht der eine Spieler im Connector da eigentlich. Tut nicht wirklich weh. Smiths mit dem nächsten. Smiths mit 4. Also die Pistole alleine eigentlich entschieden. So schnell kann es gehen. 10. Runde Envyos. Und jetzt wird es natürlich komfortabel für die Franzosen. Also, die müssten jetzt eigentlich in der Lage sein, die nächsten beiden Runden zu holen. So ist es ja immer noch gewonnener Pistole. Sollte man eigentlich die beiden Folgerunden für sich entscheiden können. Gegen die Forcebites der T's kann es durchaus auch mal in die Hose gehen. Da haben wir uns gar nicht lange drüber unterhalten. Aber wenn man alles einigermaßen vernünftig spielt, dann ist es immer mal voll drin. Happy, sehr, sehr schöne Flash und auch schönes Aiming da vom französischen Spieler. Sein Mate unterstützt ihn da jetzt schon. Hoppala, das war der Falsche. Smiths dabei down gegangen, jetzt ins Flamey und Guardian gegen 3. Also mit den Tech-9s kann man natürlich immer sehr, sehr viel Schaden machen und das ist auch eine der wenigen, also eine der Dinge, die man halt einfach versucht in der Eco oder in einem Forcebite zu erreichen, einfach die Gegner zu keinem Moneypolster kommen lassen, zu keinem Geldpolster kommen lassen. Aber
Aber Navi, wie gesagt, sie können mit der Runde schon mal zufrieden sein. Es ist sehr, sehr viel Schaden entstanden und sie ist auch noch holbar. Gar keine Frage. Flamie und Guardian splitten sich da jetzt trotzdem auf. Shox bleibt da close stehen und muss deswegen die M4 zu spüren bekommen von Flamie. Der kommt da mit 23 HP weg. Beide Navi-Spieler jetzt mit Low-AP gegen Kiyoshima und NBK mit jeweils 100. Also wieder die beiden Franzosen, die jetzt überlebt haben. Diesmal sind sie allerdings im Vorteil. Was die HP angeht. So, Flamie da jetzt unterwegs. Über den Seitengang. NBK hat ihn gesehen. Weiß anscheinend, dass Flamie einigermaßen low sein müsste. Aber Guardian ist über den Jopper in den Connector, in den Rücken von Happy rein. Wunderschöner Move von Guardian. Und jetzt ist es Kiyoshima alleine, der das rumreißen muss. Und es wird für ihn sehr, sehr schwierig. Er schätzt Flamie da schon richtig ein. Hat sich jetzt verraten mit den Shots, aber durch die Steps hört man ihn natürlich eh. Guardian schiebt das schön rum. Wird jetzt nicht rausgenommen von Kiyoshima. Also die MP9 ist, schätze ich mal, das, was hier die Runde entscheidet. Guardian hat keinen einzigen Hit mehr abbekommen. Kommt dann mit 45 HP raus. Sehr wichtig, dass Navi diese Runde holt. Damit können sie Envias daran hindern, noch mehr Runden Abstand aufzubauen. Und können jetzt früh wieder rankommen. Also sehr, sehr wichtig, dass die Ukrainer da jetzt mit dieser Force-Bay-Runde daherkommen. Und dafür sind die Tech-9s natürlich prädestiniert, gegen diese MPs viel Schaden anzurichten. Die Mitte eingenommen von Navi. Sie spielen natürlich gerade eben gegen die Eco, aber auch gegen die Franzosen ist es sehr, sehr gefährlich. Shox. Und wir sehen auch genau warum. Shox Nummer 3. Shox jetzt gegen Seas und Edward. Geht er down. Da wird er ins Kreuzfeuer genommen. Aber was für eine unglaublich krasse Aktion von Franzosen wieder. Und ja, das ist natürlich sehr teuer. Unglaublich teuer. Also Shox da einmal ganz kurz eskaliert, aber ich denke mal, ihr würdet nicht zufrieden sein, der konnte die Runde nicht holen. Und solche Spieler, die sind einfach nur dann zufrieden, wenn die Runde auf ihr Konto geht. Nichtsdestotrotz eine unglaublich schöne Aktion mit der 5-7. Und diesmal siehst du unterwegs Richtung B, contactet da so ein bisschen vor, ich weiß nicht genau, ob er da nur zeigen soll, dass einfach ein Tier da ist oder ob er da wirklich Druck machen soll. Ich denke mal eher nicht. Also es sieht hier eher noch so einem kleinen B-Fake aus. Ja, und die beiden A-Spieler fallen. Shox ist jetzt schon wieder unterwegs zu verschieben. Shox gegen Zeus fällt. Also Kiyoshima und MBK jetzt noch. MBK, sie rechnen nicht mit Seas, der da von hinten kommt. Das ist auch erst so der kleine Backstabber. Aber MBK reagiert schnell genug. So ist, rechnet mit Kiyoshima, kann ihn rausnehmen und dann ist es MBK. MBK gegen 4, der versucht die AK zu safen. Ich denke mal, er wird da noch ein, zwei Spiele rausnehmen können. Oder er moves einfach schlau und das tut er momentan. Aber Flamie, die schaffen da gerade eben den Boost irgendwie nicht ganz. Hier den Dropper rein. Also erst jetzt ist Edward da unterwegs. Flamie wird nicht damit rechnen, dass MBK da steht. Hat er schön gemoved, hat er wirklich, wirklich gut gemacht. Und es ist wieder die Anschlussrunde für die Ukrainer, aber Envias kann jetzt wieder kaufen. Jetzt also Envias wieder in der Lage, ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu gewinnen auf der CD-Seite. Die letzten beiden Runden natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, auch die verlorene Anti-Eco da. So, Guardian Richtung Lang unterwegs. Wir sehen noch keine AWP, weder bei Guardian noch bei Happy oder Smiths. Und Navi übt da viel Druck Richtung B aus. Konnten den Dropper anscheinend noch nicht annehmen. Ne, okay, habe ich falsch gesehen jetzt.
Navi immer noch zu viert vor B und auch die Bombe ist da platziert, also noch sieht's da noch aus. Jetzt wird's da auf den B-Spot gehen sollen im späteren Verlauf der Runde. Aber wir sehen, dass die Bombe gerade eben gepickt wurde und es scheint, als würde sie über die Galerie verschieben wollen. Aber es ist noch kein NG-Frag gefallen. Erst jetzt, Guardian, gegen Shocks. Aus Seitengang eingenommen. Da wird noch ein kleiner Turm gebaut bei Envias. Der scheint nicht ganz so gut zu funktionieren. Anscheinend wieder eigentlich oben drauf stehen sollte. Smiths. Ah, und jetzt stehen die beiden Envias-Spieler natürlich gar nicht mal so gut da. Edward fällt da trotzdem gegen Smiths. Und Smiths müsste sich da irgendwie langsam rauskämpfen aus der Position. Also ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Die Idee dahinter war natürlich jetzt, dass Happy nicht mehr bekannt ist in der Ecke. Aber er kann trotzdem den Bombenblender rausnehmen. 5 Sekunden noch auf der Uhr. So, und jetzt geht's für Kiyoshima einfach nur noch darum zu überleben. Denn die Bombe kann nicht mehr gelegt werden. Schön von Happy gemacht, auf Zeit gespielt. Kiyoshima noch einen Spieler rausgenommen. Warum hat er das gemacht? Einfach nur darum, wenn die Thesen aus der Zeit sterben, dann bekommen sie kein Geld mehr. Deswegen Kiyoshima hier noch versucht, die Spieler rauszunehmen. Für ihn selber ist es egal. Er hat scheinbar eh genug oder... Ja, es ist einfach wert. Auch wenn er sein Equipment da verliert, ist es das wert, die Gegner einfach so ekotechnisch da ein bisschen in die Knie zu zwingen. Also sehr, sehr stark bisher verteidigt auch von den Franzosen. Konnten sich jetzt auch diese Equipment wieder sichern und jetzt könnten sie Navi in die Eco schicken, wenn sie diese Runde stehen. Und dann könnten sie schon relativ gut wieder Abstand aufbauen, nachdem sie jetzt ihren Anti-Force-Spider abgegeben haben. Auf Flamey möchte noch nicht so ganz fallen, also wieder können die Frags gezogen werden und es sieht sehr ähnlich aus, wie Envy das gerade gespielt hat. Auch Envy scheint da mit dem B-Spot nicht so ganz klar zu kommen. Und es sind halt immer wieder die Spieler, die da einfach in die Titanic rausfahren können, dann die Frags ziehen, aber halt nicht umfallen. Ja, das ist gerade eben genau das Problem. Die Titanic kann immer eingenommen werden, dann stehen die Spieler da, die T's. Und gucken die CTs an. Die CTs sehen die T's, beide schießen auf sich, aber es fallen die Frags irgendwie nicht so wirklich. Also da ist gerade vielleicht... Ja, ein Problem ist es nicht unbedingt, aber... Irgendwie so ein bisschen bei den CTs läuft es nicht so ganz. Aber Smiths. Smiths weiß genau, wo Edward ist. Trotzdem, Edward macht's. Guardian wäre ganz schön weit weg gewesen, also... Da hätten sie sich fast verspekuliert. Trotzdem natürlich Smiths viel Schaden gemacht, Geldpolster verhindert und damit natürlich immer wieder die Chance jetzt für Envias, Navi dann in der nächsten Runde trotzdem in eine Eco zu bringen, wenn sie mal eine gewinnen sollten. Aber jetzt müssen sie selber erstmal eine einlegen. Also trotzdem nochmal schön von dem Franzosen von Smiths da so viel Schaden und für sich selber natürlich auch Geld rauszuholen. Wir können mal ganz kurz auf seinen Kontostand schauen und wir sehen, dass er ja knapp 2000 mehr als der Durchschnitt hat. Mit seinen 3 Shotgun-Kills hat er natürlich alleine 2700 abgefarmt. Oh, MDK mit der Deagle. Mal schauen, ob er da auch seinen reinzimmern kann, wie Guardian das immer macht. Oder Simple zum Beispiel. Gegen Flamey. Titanic ist natürlich eine schöne Position für die Deagle, denn da schauen meistens nur die Köpfe raus. Also der Versuch an sich gar nicht so schlecht, aber... Die Ausführung dann eher schon. Aber es ist auch sehr schwierig, also das muss man schon auch dazu sagen. Also die Flawless Round für Navi, die hat sich jetzt angebahnt dafür, dass sie gerade eben noch so viele Spieler verloren haben hier in dieser Runde 21. Aber die 22. die geht wieder an Navi. Der Ausgleich für die Ukrainer. Und wieder ist es die Waffenrunde von Envias jetzt. Also Navi probiert es aber trotzdem scheinbar nicht Richtung B. Schickt mir nur 2 Leute hin, einen Dropper, einen Cutters-Ausgang, die einfach nur Präsenz zeigen sollen, um da halt eben offensive Moves von Envias zu verhindern, die wir bisher eigentlich eh selten gesehen haben. Eigentlich überhaupt nicht. So, und wieder ist es Happy, der jetzt in eine schöne Position abgestellt wurde. Mal schauen, ob Navi damit rechnet. Ich kann es mir vorstellen, denn ja, wir sehen es. Guardian hat Happy da vermutet. Und Happy ist halt einfach so ein Spieler, der sowas gerne macht. Und auch der dritte Spieler, auch Shocks, wird da noch vermutet von Navi. Und das ist sehr stark, dass sie diese ganzen Positionen checken. Obwohl sie da schon 2 Frags gezogen haben. Ich persönlich würde nicht mehr hinschauen. Ich würde einfach vorbeirennen. Denn man denkt sich so, okay, ein Spieler down lang, ist wahrscheinlich eh schon Ende.
So, dann holen sie Happy auch noch und dann würde ich mir erst recht denken, ja, jetzt sind schon zwei Spieler weg, also da steht sicherlich keiner mehr. Aber trotzdem wird diese Position, an der Shox steht, auch noch gecheckt. Also ganz, ganz stark gemacht davon Navi. So, MBK. Mit dem No-Scope nochmal ein Frag gezogen. MBK gegen Seast. Ist am Ende 12 zu 11 für Navi. Und die Ukrainer kommen wirklich gut zurück, nachdem sie sich auf der CD-Seite einigermaßen schwer getan haben. Aber gegen Envias ist es auch sehr schwierig, denn die sind einfach ein sehr oder einigermaßen gutes T-Team. Ein sehr gutes T-Team. Oh, sie ist wieder der Spieler, der Richtung B unterwegs ist. Das ist so sein Ding. Er wird ja meistens dann auch einfach mal alleine gelassen, eine Runde. Hat damit ja eh schon sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Kiyoshima nur noch 19 HP bei ihm. Und jetzt Happy da in einer schönen Position. Mal schauen, ob er da wieder vermutet wird. Edward hat in seine Richtung geguckt, aber dann leider zu früh sich umgedreht. Happy fällt gegen Guardian. MBK wieder der letzte Überlebende, so wie gerade eben auch schon. Der wird nur noch versuchen, die AK zu safen, aber auch das wird gar nicht mal so einfach, denn mittlerweile hat sich da schon so ein bisschen Geld angesammelt bei Navi und es wird auch nächste Runde mehr werden, deswegen müssten sie im Normalfall auf jeden Fall versuchen zu handeln. NBK wird das Ganze wohl überleben. Also kein Spieler von Navi momentan in seiner Nähe. Jo, wir sehen es am Overview. Also, wenigstens die AK gesaved. Und Envias möchte jetzt eine Pause. Also, wir sehen es sehr selten bei den Franzosen, dass sie sich mal besprechen wollen. Und jetzt tun sie es. Denn sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Diese Equip Round muss funktionieren. Sonst ist es hier ziemlich schwierig, das Ganze noch für sich zu entscheiden. Navi hat eh sehr, sehr viel Geld. Sie werden mindestens zwei Runden nach der verlorenen noch kaufen können. Wir sehen es, 9500 bei Flamey, 8400 Zeus, Edward 6900. Also da ist genügend da, um einfach noch zwei Runden durchzukaufen. Also Envias, die nächsten beiden Runden müssten sie in der Folge holen, um Navi... Ne, nicht die nächsten beiden, sondern diese Runde, danach noch eine und dann sogar nochmal eine, die sie wahrscheinlich auch noch gegen die Equipment spielen müssen. Und das ist halt... Ja, das ist genau das Problem, was wir jetzt gerade eben haben werden. Also, Navi kann einfach so oft hintereinander kaufen. Also, weiter geht's. Envias, wie gesagt, auf dieser Map mit dem Rücken zur Wand. Es wäre noch nicht schlimmer, wenn sie diese Map verlieren. Wir sind in einem BO5, dann wird es gerade mal 1-0 stehen. Und ein Team braucht drei Maps, um zu gewinnen. Also deswegen, wie gesagt, wäre diese eine Map noch kein Beibruch, ist es ja eh der Pick von Navi, in Anführungszeichen. Also, auf B müssen jetzt einfach die Shots fliegen. Daran scheitern die Runden momentan. Und wenn da einfach jetzt Headshots kommen von NBK und von Kiyoshima, der da gerade geboostet wird, dann wären die Runden eigentlich auch entschieden. Eventuell noch mit ein bisschen mehr Equipment-Arbeit, noch ein, zwei Flashes, ein, zwei Gegenflashes mehr schmeißen. Und dann halt eventuell erst rumziehen. Also vielleicht ist das auch einfach gerade so ein bisschen das Ding, dass sie sich da zu sehr auf das Aim-Duell verlassen, anstatt einfach mal rein zu flashen und dann einfach die geflashten Gegner abzuräumen. Ah, beide Smokes ist so ein bisschen verworfen. Schöne Flash allerdings, und das ist genau das, was ich meine. Dadurch können sie den Go verzögern, können erstmal vom Dropper die Spieler rausnehmen. Kiyoshima macht es gerade ganz schön vor. Und jetzt sieht die Runde noch deutlich besser aus. Kiyoshima, zieh dich einfach zurück. Er ist der... Ich meine, er merkt auch, dass der Frag nicht kommt. Warum face er dann so oft rein? Er gibt dadurch nur einfach die Chance, dass er rausgezogen wird. Jetzt ist der Baseball wieder offen. Bombe kann in dem Fall nicht gelegt werden. Okay, weil Shox gut reagiert mit einem schönen Flash. Aber nur, weil Shox den Fehler von seinem Mate ausbaut. Oh, nochmal eine schöne Gegenflash. So muss es sein. So, erst die Flash, dann reingehen. Sehr wichtig, dass Navi, dass Envias diese Runde holt. Dadurch bleiben sie auf dieser Map im Spiel. Ja, und wie vorhin angedeutet, Navi hat Geld en masse, überhaupt kein Problem nochmal zu kaufen. Auch nächste Runde werden sie nochmal kaufen können, wenn nicht sogar übernächste Runde auch noch. Also es ist für Envias noch drin, aber auch Navi kann jetzt natürlich jederzeit den Deckel draufsetzen. Envias muss jetzt eigentlich fast die Konzentration höher legen, denn wenn sie die Runde jetzt verlieren, dann stehen sie komplett blank da.
Also jetzt muss hier wirklich Vollgas gegeben werden. MBK setzt den Shot durch die Kiste durch. Er probiert es hier tatsächlich mal mit der AWP. Guter Versuch, gute Abwechslung. Ersten Spieler rausgenommen. Und den Go von Navi schon so ein bisschen ins Wanken gebracht. Ich glaube, die Ukrainer sind sich gerade gar nicht so sicher, ob sie da wirklich noch raus wollen. Also jetzt kommt die Flash. Die saß ganz gut. Kiyoshima gegen Zeus. Jeweils einen Frag gezogen, also da getauscht. Ist okay, 1 gegen 1. Beide Teams momentan... Oh, siehst du, das sehr, sehr lange gebraucht, um MBK zu sehen. Also da haben sie sich eher angeguckt und jetzt ist es ein 2 gegen 2 geworden. Edward, aber mit low HP. Und Guardian ist raus. Damit ist Edward jetzt mit 15 HP der letzte Überlebende, der den Ausgleich hier nochmal abwenden kann. Aber das kann er nicht, denn Smiths nimmt ihn raus. Also ein 13 zu 13. Und weil es gerade geschrieben wurde im Chat, ich meine, es ist ja nicht böse, wenn ich das sage, dass die gerade irgendwas falsch gemacht haben, aber ich habe halt einfach die Übersicht und dementsprechend kann ich natürlich die Fehler zeigen, die die machen. Und ich denke mal, es ist immer ganz interessant zu wissen einfach, was da halt so ein bisschen falsch gelaufen ist. Ich meine, ich will die Spieler jetzt nicht fertig machen, jeder macht Fehler, das ist ganz normal. Und wenn niemand einen Fehler machen würde in dem Spiel, dann würde da auch keine Runde entstehen. Also wie gesagt, als Zuschauer weiß man es natürlich immer besser. Ich glaube, wenn ich mir selber zugucken würde, würde ich mich die ganze Zeit fertig machen, weil ich halt nur Fehler mache. Also da bitte ein bisschen Ruhe bewahren. Keine Angst, ich bin auch für keins der beiden Teams, ich habe auch nicht gewettet. Ich bin aber nur froh, dass wir hier direkt auf der ersten Map so ein spannendes Spiel sehen. Navi also nochmal mit der Kaufrunde. Envias ist immer noch nicht über den Berg. Und Flamey, diesmal derjenige, der da gegen die Titanic unterwegs ist, siehst im Dropper abgestellt. Die beiden sollen da einfach nur ein bisschen Druck machen, sollen da zeigen, wir sind auf der kompletten Map unterwegs, ihr könnt noch nicht verschieben. Aber davon lässt sich Envias gerade eben nicht so sehr beeindrucken. Also Navi besinnen sich trotzdem wieder auf den B-Spot. Sie sind unterwegs Richtung B, sie rotieren und sie wollen es versuchen. Der B-Spot hat bisher wunderbar funktioniert. Erst letzte Runde konnte Envias jetzt so ein bisschen das Mittel dagegen finden. Und diesmal geht es über den Dropper raus. Der wurde da sofort komplett aufgegeben von Envias, denn sie wollten sich da quasi auf die Rotator verlassen. Schöner Shot von Seast hier gegen Kiyoshima. Der konnte nicht viel reagieren. Und so schnell ist der Spot aufgeräumt. Also Navi, schöner Bego, Schocks, aber unglaublich starker Shot. Aber gegen Zeus ist dann so ein bisschen... Also er war schon drauf, aber der Headshot ist leider nicht gekommen. Zeus dann aber mit dem solideren Aim dementsprechend auch die Runde für sein Team geholt. Und jetzt, Navi, jetzt haben sie Envias genau da, wo sie sich haben wollten. Wenig Geld, 14. Runde für Navi. Also sie müssen hier eigentlich das Draw, die 15. Runde schaffen können. Aber man darf Envias natürlich auch in so einer Equip-Round nicht, ja nicht abschreiben, in so einer Force-Round nicht abschreiben, denn sie sind sehr pistolstark. Sie sind sehr aimstark insgesamt. Das haben viele Franzosen an sich. Ich habe es neulich im Go for CSGO Cup selber zu spüren bekommen. Wir sind da absolut überfahren worden von Franzosen. Und es war wirklich nicht mehr feierlich. Kiyoshima nur noch 6 HP. Hat sich da zurückgezogen. Richtige Entscheidung. Reinfressen sollte auf jeden Fall nicht mehr. Aber das, denke ich mal, ist jedem von uns hier klar. Schocks hier in der Mitte. Und Navi hat sich da langsam jetzt rein orientiert. Sie haben umverschoben. Sie ist der Einzige, der Richtung B Druck gemacht hat. Jetzt wird die Mitte langsam eingenommen. Schöne Gegenflash. Ja, okay. Bin schon gewundert. Ich dachte kurz, das wäre von Navi selber gewesen. Schöner Flash-Hagel, der da reinkommt. Schocks kann einen Frag ziehen. Smiths kommt dann auch noch mit rein. Flamey und Guardian jetzt alleine gegen 4. Also es sieht ganz gut aus für Envias momentan. Auch wenn Kiyoshima und Schocks der Lower P sind. Aber die Überzahlsituation, die ist trotzdem noch da. Und die Bombe ist da vorne in der Smoke dran. Ich weiß nicht genau, ob Envias das mitbekommen hat. Navi, gehen sie safe oder schieben sie nur nochmal zurück, um es von Mitte aus zu probieren? Ich weiß es nicht. Sie wissen ja nicht genau, wie viel Schaden die Gegner bekommen haben. Ja, also sie gehen safe, denn die Zeit ist sehr, sehr knapp. Das war jetzt der Auslöser, der gesagt hat, okay,
Wir lassen es sein. Richtige Entscheidung bei Navi. Schön gespielt von Envias. Schöne Flashes da vor allem in die Mitte rein. Die Navi-Spieler, die wussten überhaupt nicht, was gerade passiert. 14 zu 14. Envias auf den Pick von Navi. Sie kommen. Sie sind nochmal rangekommen. Auch wenn Navi da jetzt wirklich eine schöne Hälfte gespielt hat. Envias ist so ein bisschen hinterhergehinkt. Aber mittlerweile haben sie sich ganz gut zusammengerissen. Wir sehen da auf zwei Runden in Folge jetzt wieder eine Runde. Da war sogar eine Force-Bay-Runde. Also, jetzt wird's hier eng. Vielleicht ziehen wir direkt auf der ersten Map sogar gleich mal eine Overtime. Smith, sieht er da die Köpfchen? Ich weiß nicht genau. Ich glaube eher weniger. Guardian auf jeden Fall mit seiner AWP den First Track gegen die Mitte gesetzt. Und jetzt kann schon sehr, sehr viel Raum von Navi eingenommen werden. Sie können da jetzt schon die komplette Mitte einnehmen. Jetzt müssen einfach die Frags fallen. Aber Shox kann nur einen ziehen. Smiths ebenfalls mit einem. Okay, immerhin. Sie hätten auch beide updaten können, ohne einen zu ziehen. Aber Flamey hier. Was für ein Gerät gegen NBK. Ja, aber Zeus dann trotzdem mit dem Aim. Und jetzt Navi kurz davor, die Map trotzdem noch zu gewinnen, auch wenn es so knapp geworden ist. Denn Envias hat kein Geld. Jetzt muss es wieder der Force Bay richten. Und die Frage ist, ob es auch diesmal wieder reicht. Also jetzt geht es hier tatsächlich schon direkt in der ersten Map, eventuell in der Overtime, je nachdem, wie gut Envias jetzt dagegenhalten kann. Ob sie auch diesen Force Bay hier wieder gut ausspielen können. Navi orientiert sich gleich mal Richtung B. Die Bombe haben sie da schon hingebracht, aber wir haben es auch vorher schon mal gesehen, dass sie dann trotzdem nochmal umrotiert haben. Je nachdem, wie sich die Map-Control, wie sich die Situationen ergeben. Kiyoshima versucht es nochmal mit dem Boost, die Runde. Es ist eine sehr schöne Position, denn meistens wird es nicht abgeaimt. Aber er hat halt wenig Escape-Möglichkeiten. So, Flamey. Flamey gegen Kiyoshima eventuell. Kiyoshima sieht Flamey und macht ihn. Sehr, sehr schön. Also First Track sitzt. Aber Navi wird sich doch noch nicht aufgeben. Die wollen die Map unbedingt haben. Es ist ihr eigener Pick. Und wenn sie da jetzt direkt in die Overtime gehen, dann könnte das für Envias schon so ein bisschen einfach das Selbstbewusstsein steigern, dass sie denken, okay, wenn wir mit ihrem eigenen Pick sogar in die Overtime kommen und die Map eventuell sogar holen, dann müssen wir unseren Pick, das 2, auf jeden Fall machen. Aber jetzt geht es hier erstmal um diese. Jetzt müssen sie die Runde erstmal noch machen. Navi geht Richtung B. Das hat vorhin gut funktioniert. Sie sind immer gut in den Dropper reingekommen. Und Zeus kann da auch den First Frag setzen gegen das Häuschen. Kann damit den Spot schon sehr schwächen. NBK steht da jetzt ziemlich alleine da und hat wieder keinen Fokus auf den Dropper. Ja, damit müsste eigentlich rechnen, dass da jemand rauskommt. Und jetzt wird es schwierig. Also, ja, Navi, das müssten sie jetzt eigentlich machen können. Siehst, zum 16 zu 14. Also, stark nochmal gespielt am Schluss von Envias, aber es hat einfach nicht ausgereicht auf der CD-Seite. Damit geht die erste Map in diesem BO5. Damit geht die erste Map